Post habe ich auch noch. So, bauen. Ich meine, jetzt kann ich den Schafunterschlupf hier bauen. Schafpferch. Prima. So, der ist so klein, der passt hier irgendwo hin. Eigentlich ja noch hier unten. Wie süß. So. Kann ich den sogar hier zwischensetzen? Oh, wie geil. Das mache ich. Dann muss ich nämlich so weit latschen. So, prima. Hör zu, Stella. Es tut mir leid, ich glaube, ich brauche einfach nur etwas Raum. Ein bisschen Zeit nur für mich. Ich wusste, dass es keine gute Idee war, zu Villa zurückzukehren. Tut mir leid, das hat nichts mit dir zu tun. Du warst einfach nur liebenswert, seitdem du mich auf dieser Insel gefunden hast. Ich muss nur eine Weile allein sein. Okay, das heißt, haust du ab? Weiß man nicht so genau. Dann fahren wir nochmal zu Alberts Werft. Ob ich jetzt das bauen kann. Nanu. Ah ne, da war ja was. Kann ich tatsächlich noch nicht. Also, Eisenbahn, Leinstoff, Seelenblume, wo auch immer ich die herkriege. Eisenbarren habe ich eh nicht. Und dafür brauche ich aber auch Eisenbarren. Okay, also muss ich eh weiter jetzt erstmal die Welt erkundschaften. Um dann verschiedene Erze zu finden. Also ab auf See. Wo wollen wir denn hin? Fahren wir mal dahin. Da ist irgendwas Gewittriges. Unwetter. Abgefüllter Blitz. Nö, das brauchen wir nicht. Da können wir ja mal hin. Weißt du was? Wir machen das anders. Wir fahren erst dahin. Dann hier. Und dann da. So. Wahrscheinlich ist das genau alles nicht richtig, aber was will man machen? So, was sind da meine... Warte, bis es Gwen besser geht. Okay. Eisbrecher kann ich noch nicht. Schweinekoteletts. Habe ich noch ein Problem? Finde ein weiteres Schaf. Lies den Brief, ja. Und da waren auch noch... Ach, guck mal, Opal. Da ich ja einen Brief habe, werde ich den mal lesen. Ein Brief von Olga. Astrid, als wir uns über den neuesten Klatsch austauschten, habe ich vergessen, dir etwas zu geben. Das habe ich in einer Zeitschrift gefunden und musste an dich denken. Passt genau zu deinem Stil und deinem Feuer. Ich habe Gerüchte gehört, dass dein Ehemann sich im Iwashima-Hinterland aufhalten könnte. Vielleicht solltest du dort nachforschen. Ich höre mich weiterhin um. Okay, und hier Urugawa-Führung. Erlebe die Wunder der Natur. Okay. So, ich muss da mal schnell. Und sort mir hier meine Post ab. Und hopp. Tada. So, die nehmen wir auch alle mit.
Was hast du denn jetzt noch? Ein Brief von Olga? Das ist so lieb von ihr. Olga wusste etwas über Giovannis Aufenthaltsort, das Iwashima-Hinterland. Wirklich? Oh, okay. Dann sollten wir uns dort mal umsehen. Und was? Eine Inspiration für ein Haus? Für mich? Wie aufmerksam. Ich kann es nicht abstreiten. Olga kennt mich einfach zu gut. Ja, ein so schönes Zuhause würde mich in der Tat sehr glücklich machen. Und es ist immer nett, wenn man weiß, dass jemand an einen denkt. Ich meine, du hättest natürlich auch selbst auf diese Idee kommen können. Aber keine Sorge, ich weiß ja, wie beschäftigt du bist, Wildfang. Mit deiner Aufgabe als Seelenfährfrau und so weiter. Es ist in Ordnung, ich mache dir keine Vorwürfe. Und so, wie ich dich kenne, willst du diese heimelige Kajüte so schnell wie möglich bauen. Du bist schließlich sehr erfinderisch. Vielen Dank, Stella. Ich kann es kaum erwarten. Ach, was tut man nicht alles? Aufstehen, Langschläfer hier. Hörst du meinen Magen? Er ist ruhelos. Eine Kleinigkeit. Ich habe auch was Größeres für dich. Ah ne, Fisch magst du ja nicht. Grilltes Gemüse. Ah ne, Schalentiere magst du ja auch nicht. Das vielleicht? Bitte, bitte. Dann haben wir noch Opale gehabt, den sie einmal sich angucken soll. Oh, ein Opal. Ein glühender Stein der Leidenschaft und der Liebe. Der Stein der Verführung, der mit brennenden Verlangen schwingt und Hemmung aufhebt. Er stabilisiert aber auch Gefühle. In anderen Zusammenhängen stärken Opale auch Treue und Ergebenheit. Aha. Dann umarmen wir dich vielleicht nochmal. Das hast du auch schon länger nicht mehr gehabt. Gerne doch. Muss aber auch gut. Hier kann ich ja gar nichts machen. Ey, ich will auch raus. Ah, wie ich sehe, komme ich hier nicht weiter. Tja, das ist ja... Hier was machen? Nee. Das ist ja toll. Warum schickt ihr mich denn hier hin, wenn ich hier gar nichts machen kann? Hab keine Angst. Du bist so hübsch, Wildfang. Du erinnerst mich sehr daran, wie ich in meiner Jugend war. Damals hatte ich immer eine rote Schleife im Haar. Genau wie die Mädels in den Zeitschriften. Die Jungs hatten Interesse an mir, weißt du? Ich hätte Toni, den Sohn des Friseurs, heiraten können. Er war ziemlich reich und hatte ein rotes Cabrio. Oder sogar Al, den Ski-Champion. Oder Al, der hatte den süßesten Po. Aber Giovanni... Ah, Giovanni. Egal, was ich tat, egal, was passierte, er konnte mich immer zum Lächeln bringen. Seine Augen glühten wie Sternschnuppen, sein Haar duftete wie der Morgentau. Aber genug davon. Tagträumereien werden uns nicht weiterhelfen. Lass uns etwas Produktives tun. Musst du denn nicht deine Pflanzen gießen? Ah. Danke für deine Teilnahme an der Führung. Vergiss nicht, deinen Freunden davon zu erzählen. Ach, guck. Die wird sich ja dann hier wohlfühlen. Auf jeden Fall war hier ein Schaf. Und Pilzis. Und Bäume. Brauche ich. Und noch ein.
Tada. So, Pilzis waren hier. Pilzis. Und ein Schaf. Wusste ich doch. Schaf. Essen geben. Tun wir mal Möhrchen. Kommst du nur mit? Na komm. Na, schnell, schnell. So, schön da bleiben. Solch faszinierende Dinge erzählt über diese Reise. Davon musste ich mich einfach selbst überzeugen. Und dieser Ort ist so schön und friedvoll. Weißt du was? Ich fühle mich hier auf diese seltsame Weise zu Hause. Als ob ich schon immer auf diese Wälder durch diese Wälder gestreift wäre. Vielleicht in einem anderen Leben. Komm, komm. Und jetzt wieder zurück. Yes, kommt mit. Du hast ein zweites Schaf gefunden. Oh, sieh sie dir nur an. Die beiden werden sicher sehr glücklich miteinander sein. Oh, die sind aber nicht sehr herzlich. Das überrascht mich etwas. Nun ja, sie werden sich wohl erst besser kennenlernen müssen. Sicher werden sie schon bald die besten Freunde sein. Was mich anbelangt, es war schön, gebraucht zu werden. Was? Du möchtest, dass ich mit dir auf Reisen gehe? Und nein, 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 nein. Ich möchte mich euch allen nicht aufdrängen. Außerdem gibt es sicher keinen Platz für mich. Stimmt schon, diese Insel ist etwas karg, aber ein kleines Häuschen würde wundervoll hierher passen. Ein kleiner Bungalow mit schönen Ranken und ein paar Topfblumen vielleicht. Mit hellen Farben und einer gemütlichen Landhausfassade. Oh, und grüne Jalousien. Ja, das wäre traumhaft. Oh, tut mir leid, ich war in Gedanken. Nein, geh du nur, ich bin hier gut aufgehoben. Alice Landhaus, okay. Das gemütliche Landhaus. Naja, euch beiden geht's erstmal gut. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö. Dann gehen wir mal wieder zurück. Schaf haben wir abgeliefert. Gucken wir mal, was wir noch machen können. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Oder auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, viel Spaß!